wie in Slow Motion alles. Und andererseits haben sich wieder die Ereignisse überstürzt. Diese Ausstellung zeigt ausschließlich Werke aus der Sammlung des Belvedere mit einem Gastbeitrag aus der Artothek des Bundes, die ja auch von uns im Belvedere verwaltet wird. Es ist eine Ausstellung, die in mehrerer Hinsicht mit der Pandemie, mit der durch die Pandemie ausgelösten Krise zu tun hat. Auf der einen Seite hat es den pragmatischen Hintergrund, dass die Museen aus finanziellen Gründen mehr aus ihren eigenen Sammlungen kuratieren und zeigen. Und das ist ein Unterfangen, das sich als sehr lohnend erweist, sowohl für uns im Museum als auch für unser Publikum, weil wir einiges zeigen können, das normalerweise in den Depots verborgen ist. Zum anderen ist eine solche Pandemie, eine solche Krise ein Eingriff in das Leben in einer Gesellschaft, jedes Einzelnen, jeder Einzelnen, jeder Familie, jeder sozialen Organisation, der große Auswirkungen auf die Strukturierung von Zeit hat, den Umgang mit Zeit, aber auch das persönliche Empfinden, die Wahrnehmung der Zeit. Diese Zeit des ersten Lockdown erscheint heute ein bisschen wie ein ewiger Frühling. Das klingt jetzt sehr positiv, obwohl es ein schockierendes Ereignis war. Aber wir waren auf einmal zu Hause, wir haben jeden einzelnen Baum in unseren Innenhöfen erblühen gesehen, wir haben alles wahrgenommen, es war wie in Slow Motion alles. Und andererseits haben sich wieder die Ereignisse überstürzt. Wir haben in Museen, wir haben Ausstellungen verschoben, wir haben etwas eingeschoben, wir haben umgeplant in einem sehr hohen Tempo. Also Zeit ist etwas, was wir subjektiv empfinden. Wir können es zwar genau messen und damit auch den zeitlichen Ablauf genau festhalten, sozusagen empirisch, aber die Wahrnehmung von Zeit ist eine ganz andere. Hier war die Idee, Kunstwerke auszuwählen, die sich mit dem Begriff Zeit auch auseinandersetzen. Manche direkter, manche indirekter, aber vor allem eben auch die Frage, wie relativ ist unser Zeitempfinden? Und vor allem, wie empfinden wir Zeit im Raum? Also die Relativität von Zeit, wir kennen das ja von Albert Einstein mit der Relativitätstheorie, da ist es eben sozusagen in der Wissenschaft auch klar gewesen, dass wir uns eigentlich immer einen Standpunkt aussuchen und dann die Zeit dazu messen. Also hier ist die Abhängigkeit von Raum und Zeit natürlich auch wichtig. Und so ist eigentlich diese Ausstellung entstanden. Die Fotografie spielt eine wichtige Rolle, weil die Fotografie an sich mit Zeit arbeitet. Also hier geht es um die Belichtungszeit, wie die Realität in einem bestimmten Moment auf das Fotopapier gebannt werden kann. Aber eben auch mit Film, wo du mit Verlangsamungen arbeiten kannst und hier eben unser Zeitempfinden auch ein bisschen sozusagen aus dem Gleichgewicht kommt.